So, jetzt sind wir wieder in der vierten Folge und immer noch sehr fleißig am Main. Unsere Inventare werden sich jetzt allmählich füllen und dann fangen wir mal Wir haben eigentlich die perfekte, das perfekte Minen. Minen. Die Minenlocation gefunden. Ja, die ist ganz cool. Welches Level bist du schon? 7, weil ich nicht so viele Spezialblöcke abbaue wie du. Ich bin Level 5. Hä? Achso, ich habe ganz viel Kohle mitgenommen. Richtig. Ich bin jetzt auch wahrscheinlich gleich Level 7, weil ich hier einen riesen Kohlevorkommen gefunden habe. Infused Stone. Ich will gar nicht wissen, was das alles ist. Aluminiumerz. Ich glaube, ich habe oben sogar einen Aluminiumblock übersehen. Einfach eiskalt. Kackdreist. Lapi! Das brauchen wir auch später. Lapislazuli. Das brauchen wir später in Massen. Kann ich Uran schon abbauen? Ja, kann ich. Gut, wenn ich Uran abbauen kann, dann kann ich ja jetzt gleich ein bisschen Uran auch mitbringen, auch wenn uns das im Moment noch nicht viel bringt. Ich habe auch mal einen mitgenommen. Zack, zack, zack. Bisschen Aluminium hier. Schon wieder 3 Uhr nachts, ey. Also beim Industry Craft gibt es Monazit. Ich hab vergessen, was es war. Beim Industry Craft gibt es einen Macerator. Damit kannst du Eisen in Eisenstaub verwandeln. Wenn du das dann einschmilzt, dann kriegst du gleich zwei Eisenblöcke aus einem Eisenerz. Ist mir bekannt. Man stelle sich vor, man kombiniert das noch. Ach nee, das geht nicht bei Eisen. Mit, ich wollte schon sagen, mit diesen Fortune-Picken und so. Ach Das nee. geht nur bei Diamant oder sowas, ne? Ja, bei Diamant würde das Sinn machen. Aber Aber genau bei Diamant und Kohle funktioniert dieses Verdoppeln wieder nicht. ja klar, aber Kohlestaub kannst du auch machen, oder nicht? Ja, Kohlestaub kann man irgendwie machen. Ich bin hier nah an der Lava und ich sehe hier schön viel Kohle, aber ich lasse da mal lieber die Finger von, weil Lava und Minecraft-Spieler verträgt sich nicht so gut. Wo ich Da habe ich gute Erfahrung. die Lava verträgt es gut, aber der Minecraft-Spieler nicht. Bisschen Lead-Ohr. Ich habe auch ein bisschen was mitgenommen, aber nur so aus Fun. Ich habe also vieles stehen lassen. Wofür braucht man es denn? Das ist auch irgendein Rohstoff, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass es aus einer anderen Mod kommt. Hier ist noch Kohle. Das decke ich mich mal hoch für die Leute, die es nicht wissen, so einen kleinen Türmchen zu bauen. Muss ich nicht. Erstmal alles mitnehmen, was man hier finden Was kann. ist das denn? Die Tor, ja. Ich verhungere gleich. Du verhungerst gleich. Soll ich den Apfel vorbeibringen? Ja, Apfel wäre was Cooles. Wobei der mir nicht viel bringen wird. Um von wie viel Nahrung hast du denn noch? Ich habe jetzt noch 2,5. 2,5. Oh mein Gott, ich habe noch 8. Hä? Ich Wie habe sogar kriegt noch man 2 Brote dabei. die? Die kannst du gleich abgeben. Kommst du zur Treppe am Lager? Da bin ich gerade. Oder wo bist du? Lager. Okay, ich bewege mich mal in die Richtung.
Oh, hier ist so viel Zeugs, was ich am liebsten mitnehmen würde. Bist du gerade am Lager? 14 Meter entfernt. Moment. Guck mal links von dir. Da bist du. Ich habe schon so ein paar Shards gefunden, die wir dann ja zum Verzaubern brauchen. Und unsere Kiste ist voll. Ja. Dann würde ich sagen, Wie viel Holz hast du dabei? eins. Eins. Ich habe Ja. 5 Holz dabei. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen hier abbauen. Wo abbauen? Ja, aus diesen Werken hier. Schienennetz. Ah, ja, natürlich. Aus dem So. Gesundheit. Danke. Nein, so heißen die natürlich nicht. Die heißen. Nee, Ravens heißen die auch nicht. Gott, wie hießen die nochmal? Mining Shafts. So, du bist natürlich wie immer schneller als ich. Deswegen darfst du auch die Kiste bauen, als Belohnung. Eisen. Na, wie heißt es noch so schön? Nee, du hast jetzt die Kiste genau dahingestellt, wo mal die Treppe war. Ja, ein Apfel pro Tag. In Apple a day keeps the doctor away. Was denn? Dann brauchst du für Macerator Diamanten. Ach, du guckst dir gerade Rezepte an. Ja, wenn wir den ersten Diamanten gefunden haben, dann schmeißen wir eine kleine Party. Ach nee, dann Party müssen wir ja nach Feuerwerkskörper bauen und Feuerwerkskörper sind wieder teuer. Also grundsätzlich, aus welcher Richtung sind wir gekommen? Ich glaube aus der, weil soll ich auf dem Weg noch ein bisschen Uranerz sammeln oder nicht? Vorsicht! Was wird Mäh. Mäh. denn beschert hier? Mäh. Wo ist das Vieh? So, haben wir schon mal 3 Wolle für das erste Bett. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, oder? Nee, doch. Ach, hast du so eben so schnell eine Schere gebaut? Ja, wie lange brauchst du denn, um 2 Eisen zusammenzustellen? Ich. Hast du den Tunnel eigentlich hier gebaut? Der Welchen? drei Blöcke hoch ist und an der Seite ab und zu eine Fackel. Nein, das sieht aus wie so ein Dings von den Typen. Oh, wie goldig das Kupfererz hier ist. Nimm das mal mit. Davon haben wir nämlich noch recht wenig. Nimmst du noch das restliche Eisen aus dem Ofen? Moment.
ich nicht andauernd runterfallen würde. Warte mal, ich habe hier noch ein bisschen Eisen. Aldi. Ja, moin, jetzt bei Aldi ein bisschen Eisen. Brauchen wir 14, ja, ne? Zinn brauchen wir relativ viel. Kohle brauchen wir in Masse. Und hier ist noch mehr Zinn. Aber meine Picke ist jetzt Schrott. Weißt du, wie lange wir jetzt schon aufnehmen? Soll ich es ausrechnen? Ich weiß es nämlich auch nicht. Nee, doch, warte. Ich kann das herausfinden. 2.35 Uhr, das ist... Wie lange ist das her? 3.19 Uhr haben wir jetzt. Ja. Mitten in der Nacht, versteht sich. YOLO.